Die Stimme von Durdel Anatar. Wir sind in einer Region von Dorntief namens. Wir sind in einer Region von Dorntief namens Durdel Anatar angekommen. Am Tor sind wir auf eine belebte Rüstung gestoßen, die sich selbst als die Stimme von Durdel Anatar vorgestellt hat. Sie behauptete zu Lebzeiten ein Paladin von Torm gewesen zu sein. Der Paladin hatte versucht, den Grund für die Konflikte zwischen den Elfen der Hand der Sedain und den Zwergen von Dorntief herauszufinden. Er konnte die Aufgabe nicht bewältigen und wanderte jahrhundertelang als ruheloser Geist umher. Vor kurzem haben einige Priester des Ilmater seinen Geist in eine Rüstung gebannt und steuern ihn aus der Ferne. Also ja, wir sind in Unterdorntief angekommen. Wie kann ich helfen? In Ordnung. Ja, und der ist jetzt. Oh, Feuersalamanders. Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Auf in den Sieg! Nehmt keine Ein Befehl. Gefangenen! Ja, Angelaufener Wächter. einverstanden. Kann ich nochmal mit dir reden? Sagt was gewiss. Kommt schon mal, wenn ihr euch traut. Kann ich Also helfen? ja, jetzt wird es langsam hier etwas ungemütlich. Von daher zauber du mal eine Hast und du eine Verteidigungsmatrix. Ich helfe dir. Ja. Wie kann ich helfen? Now. Was mit Vergnügen. Oh, da oben sind noch mehr Wächter. Dein Befehl? Eine Schande, dass wir gewalttätig werden. Verstanden. Was ist los? So soll es geschehen. Du wirst unsichtbar. Und dann gucken wir mal, wo wir überhaupt sind. Ich dachte, wir wären unsichtbar. Oder sag bloß, sie können. Brauchst du mich? Ja. Schande, dass wir gewalttätig werden. Okay. Wo habe ich den letzten Save? Oh, Autosave. Okay. Wie kann ich in Ordnung? Froh, die Gr Dein weiter. Okay. Ja. Kann ich helfen? Jetzt also nochmal. Ich fasse mir meinen Bart in deinem Blut. Sag, was du von mir willst. Oh, die sind tiefen genug. Also es wird nicht sitzen. Ich wasch mir meinen Bart in deinem Blut! Vorwärts! So, jetzt lassen wir mal den Salamander zu uns kommen. Währenddessen. Hand auf Regen. Hand aufs Herz. Ist etwas nicht in Ordnung? Und Wunden heilen. Vita Mortis. Einverstanden. So, was ist mit dir?
Dieser Tiefengnom hat man die, diesem Tiefengnom hat man die Zunge rausgeschnitten. Er sieht, au, er sieht euch einen Augenblick traurig an. Und wenn sie sich dann wieder seiner Arbeit zu. Gott, sind die hier. Aggro, ey. Mögen die Götter mich schützen! Also, was heißt Aggro? Ich meine brutal. Dein Beweiter! Kann ich helfen? Mehr Heilung? Vita Mortis! So, was sind das eigentlich für Wurfäxte? Die haben ganz normale Streitäxte dabei. Okay. Hier sind Schmelzöfen und alles. Riesige Fässer mit geschlossenen Details brodeln und zischen. Oben aus an den Seiten der Fässer weisen darauf hin, dass sie so lange nicht mehr genutzt wurden. Dieser Wagen ist mit Erz und Schutt gefüllt. Die Räder drehen sich vor Rost nicht. Wie lautet deine Aufgabe? Vita Mortis. Vita Mortis. Etwas nicht in Ordnung? Vita Mortis. Vita Mortis. Wie kann es soll geschehen? Und ja, ich weiß, ich sollte bei den Gegnern eigentlich öfter mal Zauber benutzen. So. Hier geht's zu den Minen von Unterdorntief. Aber gucken wir uns erst das Gebiet hier fertig an. Vor allem hier brauchen wir gar nicht so viel versuchen, weil die... Mir würde euch ein Magen voller Pfeile gefallen, Freund? Wer hat das gesagt? Ich mach so schmerzlos wie möglich. Kann ich helfen? Dein Befehl? Mögen die Götter mich euer schützen! Euer Ende ist nah! Euer ich wasch mir meinen Bart in deinem Blut! Ich wasch mir meinen Bart in deinem Blut! Vorwärts! Was? Wenn es sein muss. Okay, so wie es aussieht, ballert da einer. Von diesem Gebäude aus kann er einfach hier rausballern. Das heißt, wenn wir da rein wollen, in den Wachturm müssen wir außen rumgehen. Ja, was jetzt nicht so schlimm sein sollte. Brauchst du mich?
Ja, ich brauche mehr Heilung. Vita Mortis Kaya. Vita Mortis. Es soll geschehen. Außer sie können, er kann auch hier oben von hier oben aus schießen. Okay, hier ist alles verbarrikadiert. Papiere bitte. Was? Euch hat nicht zufällig jemand von der Krakengesellschaft hierher geschickt, oder? Vor einem Palast in Dudel Anafa wurden wir von einem Halbling namens Sef auf bestimmte Papiere angesprochen. Als ich verwirrt fragte, was er denn wohl meinte, fragte er mich, ob mich ein Mitglied der Krakengesellschaft geschickt hat. Na, ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Was für ein Pech, wenn ihr mich jetzt entschuldigen wollt. Oh. Schnappt sie, los doch. Dem verrückten Magier, der sich mit Marke verbündet hat, den Männern mit Stierköpfen und Erdkolosse. Wenn etwas schief geht, reißen uns die Erdkolosse in Stücke. Werden wir jetzt hier auch beschossen? Scheinbar nicht. Mal gucken, was hat Fengler zu sagen. Das Tiefengrund-Mädchen sieht euch ausdruckslos an. Sie sieht unglücklich aus. Sie trägt ein kleines Bündel mit Äpfeln und zwei Flaschen Wein. Sie trägt einen großen Schlüssel um den Hals. Hallo Kleine, wie geht's? Wie heißt du denn? Sie deutet auf ihren rechten Unterarm. Eingebrannt in ihre Haut steht der Name Fengler. Was ist los? Kannst du nicht sprechen? Fengler öffnet den Mund. Sie hat keine Zunge. Es sieht aus, als wäre sie herausgeschnitten worden. Oh, ich hab diesen Teil verdrängt, weil er so furchtbar ist. Wir haben heute ein eigenartiges Tiefengnom-Mädchen namens Fengler getroffen. Man hat ihr ihren Namen in den Arm eingebaut und die Zunge herausgeschnitten. Wer hat ihr das angetan? Sie zeigt auf den oberen Teil des Palastes im nordöstlichen Teil der Höhle. Da zeigt sie auf das Brandmal auf ihren Handgelenk, das eine Spitzhacke darstellt. In einem kleinen Palast im Nordosten von Dudel Anatar hat jemand Fengala die Zunge herausgeschnitten. Sie hat uns das Symbol einer Spitzhacke auf ihrem Handgelenk gezeigt. Vielleicht handelt es sich dabei um das Zeichen ihres Peinigers. Wohin bringst du dieses Essen? Fengala deutet auf den Turm im südöstlichen Teil der Höhle. Er ist umgeben von einem Graben mit Lava, der wiederum von Unterreich rinder Färchen voller Tiefengnom-Sklaven umgeben ist. Hier, Kleine, leistest du mir für eine Weile den Schlüssel zum Wachturm? Fengala lächelt und hält dir den Schlüssel hin. Danke, Fengala. Ja. Im Unterdorfteam, unter Dorntief, sind wir einem Sklavenmädchen begegnet. Sie brachte Verpflegung zu einem Wachturm im Süden von Dudel Anata. Wir haben sie um den Schlüssel zum Wachturm gebeten und sie hat ihn uns gegeben. Hey, Dummkopf, verschwinde von hier. Hallo, Diebe. Sterbt, Gesindel. Oh, kritische, unsichtbare Diebe. Das ist nicht so schön. Wie lange, wie kann ich am Wert erledigen? Oh, sehr viele unsichtbare Diebe. Ja? Hast. Wie lautet deine Aufgabe? Verteidigungsmatrix. Ja, es soll geschehen. Sie waren also doch hier. An die erinnere ich mich noch gut. Ich hab sie gehasst. Thank you.
Sag gewiss. Ist etwas nicht in Ordnung? Hast sicherlich noch eine Heilung für ihn. Vita. Sicherheitshalber. Wie kann ich helfen? Es soll geschehen. Tag. Ich werde tun, was ich kann. Hey, du da oben. Riss. Ach du Mann, wie seid ihr denn hier reingekommen? Schnappt sie euch, Jungs. Los. Euer Ende ist nah. Mit Vergnügen. Wer will ein bisschen kann ich helfen? Stücke zerschossen werden? Hab ich noch was Böses für euch da oben? Wie kann ich am... Sehr gerne.